Salli zusammen, schon gleich heisst es wieder. Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Oder eben schneeweiße Kreien und rabenschwarzer Schnee. Schon bald könnt ihr den Schösel auf der Bühne oben sehen. Unglaubliche 7 Monate musste ich darauf warten, bis ich endlich wieder vor Publikum auftreten darf. Und jetzt ist es soweit. Ich freue mich extrem. Gut, ich hatte jetzt das Glück, euch hier auf diesem Kanal ein bisschen zu erreichen in dieser Zeit und euch ein Lachen ins Gesicht zaubern. Das hat mich natürlich extrem gefreut. Es war auch für mich eine schöne Aufgabe. Ich denke, du musst ja da, weißt du, ich habe jetzt keine Kleider. Also brauchst du ja nur den Hut und das Hörmli und das andere kannst du weglassen. Heute kommt noch einmal ein Witzli. Es ist zwar nicht ein Witzli, eher eine Feststellung. Eine junge Frau, die jungen Leute, die haben ja heute ganz gute Einstellungen. Klima und ein bisschen die grüne Wellen. Und gerade letztens hat eine im Städtli vorher erzählt, sie möchte zum Beispiel Jungfrau bleiben, ewige Jungfrau. Sie möchte also wirklich das Leben lang Jungfrau bleiben, weil sie ein bisschen Vorbildfunktion für ihre Kinder übernehmen. Zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein.